Hallo Freunde, herzlich willkommen zu meiner Saisoneröffnung 2022. Wenn ihr euch vielleicht fragt, warum das so lange dauert, ja, ich habe meine Saison eigentlich schon vor 2 oder 3 Wochen eröffnet. Wer das vielleicht bei Instagram gesehen hat, ich habe da so ein paar Fotos geschickt. War bei den Sauerland-Pyramiden. Nur leider, wie soll ich sagen, ne? Technik. Ihr habt vielleicht schon an meinen Alpen-Videos gemerkt, dass nicht unbedingt alles Banane ist, weil ich einfach Tonprobleme habe. Vielleicht auch hatte, ich weiß es nicht. Also, es ist ja eine Korrektur erfolgt, deswegen versuche ich es wieder. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, ob das alles hinhaut. Ja, das Ganze hat sich dann erledigt, wenn ihr das Video seht. Ich hoffe, dass ich diesmal zu einem Erfolg komme. Wie gesagt, ich habe auch die Fahrt zu den Sauerland-Pyramiden gefilmt, aber das war ein Horrorszenario. Und wie ich gerade erwähnt habe, auch in, auf der Alpentour. Ja, ich muss so viel Material wegschneiden, weil es ist manchmal einfach ja, nicht ertragbar. Ja, und nur wie gesagt ein neuer Problem. Ich habe viel probiert und gemacht und getan und letztendlich habe ich einen guten Freund mal in die Hand gegeben und gesagt, guck du mal da drüber, ich habe keinen Nerv mehr. Vor allen Dingen zu Hause, beim Probieren zu Hause funktioniert alles. Und wenn man dann rausfährt, geht gar nichts. Ne? Also da lötest du die Kabel nochmal auf und fummelst wieder alles zusammen und ach ja. Daher vielen Dank an dieser Stelle an dich, Markus. Ich weiß nicht, ob ich das so erwähnen darf, aber deswegen. Naja. Ja, nun, Saison 22 geht los. Heute auch schon wieder mit vielleicht mit ein, zwei Vloggern. Nee, nicht Vloggern, Entschuldigung, aber Gruppenmitgliedern vom Kurventorer WhatsApp-Gruppe. Wir treffen uns in Hohensüburg und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Ja, vieles ist ja auch, warum das so spät geworden alles ist, ja. Es sind ja viele Faktoren. Es ist das Wetter passte nicht. Zwischendurch hatten wir immer wieder Schnee gehabt. Ja, dann kommt auch noch andere Hobbys und Familie und dann kommt auch noch die Zeit, wo man sagt, nee, heute habe ich keinen Bock. Ja. Ich habe im Prinzip in dieser, wie sagt man das? Was gibst du mir an jetzt hier? In dieser Saison, sag ich jetzt mal, wo die Saisonkennzeichenfahrer nicht fahren, also in diesem Zeitabschnitt, bin ich auch nicht gefahren. Nicht einmal. Ich bin im Prinzip September von der Alpentour gekommen. Ich meine, in Oktober bin ich noch eine Tour gefahren. Ja, da bin ich noch eine Tour gefahren und dann war es das. Und dann erst wieder im Februar. Ich bin über vier Monate kein Moped gefahren dieses Jahr. Also im Jahreswechsel. Ja. Das finde ich schon heftig. Ja, nur aber was willst du machen? Kannst du machen nichts? Auf jeden Fall freut es mich, dass es jetzt hier wieder losgeht, ihr dabei seid. Vielen Dank dafür.
Dieses Jahr nehme ich euch auch wieder mit in Urlaub, und zwar demnächst schon fahre ich los, also ungefähr in 6 Wochen, richtig, 4, ja, so 6, 7 Wochen geht's los. Ich sag mal so eine kleine Balkantour. Ja, wir fahren dann, ich reise auch mit meiner Frau wieder mit Moped an. Also komplette Tour mit Moped ohne Anhänger. Wir fahren dann über Österreich nach Slowenien. Ja, und dann besuchen wir halt die Nachbarländer auch noch, Italien, Kroatien. Ja, und das war es dann auch schon wieder. Österreich fahren wir natürlich auch mal wieder rein, dann da dazwischen. Insgesamt knapp 14 Tage, also 10 Tage oder was, 2, 3, 4, ja, das sind 8 Touren plus Anfahrt, ne, und Abfahrt. Also das ist schon, wir haben da, allein in Slowenien haben wir 8 Touren und dann 2 Tage Rückfahrt, das sind 10, ja, und 2 Tage Hinfahrt, 12, ja, also für mich sind es 2 Wochen. Ja. Hier muss ich mal gucken, ob ich hier so einen Passknackerpunkt mal errichten kann. Ey, das ist eine super, super Sache hier. Naja, mal gucken. ja. Ansonsten, was gibt es denn sonst noch Neues? Ach, eigentlich vieles, aber das sind eigenständige Videos. Ein paar Sorgen auf dem Herzen, was ich loswerden muss. So, Freunde, das war's eigentlich auch schon wieder. So ein kleines, ganz kleines Update. Ich komme gerade hier beim Biker-Treff an und das wird dann schon wieder ein anderes Video. Naja, vielen Dank. Das war nur kurz eine Kurzinformation für euch, dass es jetzt eigentlich weitergeht. Auch mit aktuellen Videos, alten Videos laufen dann nebenbei. Dienstags, montags oder donnerstags, und aktuelles schiebe ich irgendwie dazwischen. Vielen Dank, Freunde, und immer schön artig dabei bleiben, ne? Macht's gut, ciao, ciao.